Es gibt schon mehrere Städte in Deutschland, zum Beispiel in Leipzig, wo eine richtig krasse Anti-Zoo-Bewegung herrscht. Und natürlich kann ich hingehen und sagen so, ah, die jungen Leute, schmunzel, schmunzel, die haben doch keine Ahnung. Aber ich meine, wir haben erlebt, was in den letzten, sagen wir mal, 2000 Jahren mit den alten Leuten passiert ist, die gesagt haben, schmunzel, schmunzel, ihr Kids habt doch keine Ahnung. Das ist immer für die Kids ausgegangen, immer. Es gibt keine Ausnahme davon. Also klar, man kann sich immer wichtig und stark und groß und einflussreich und klug fühlen, aber möglicherweise stimmt's nicht. Und möglicherweise haben die Kids recht. Es gibt auch viele Beobachtungen natürlich, die früher in Zoos gemacht wurden. Das ist klar, ne? Also dann kann man sagen, ja, aber du bist doch Biologe und ihr habt doch auch Tiere, die im Labor oder im Zoo oder sonst so gehalten werden. Das stimmt natürlich auch. Aber die Zeit geht weiter. Also das heißt, diese Forschungen wurden halt gemacht. So ist es halt. Das können wir nicht mehr, die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber wir können die Zukunft ändern. Und deswegen würde ich sagen, sobald eine bestimmte Grenze des Bewusstseins überschritten ist, das fängt mit Sicherheit auch schon bei Hummern an, die also auch angeblich, das habe ich gestern noch gehört, haben Hummer überhaupt Gefühle, wenn man sie in heißes Wasser, in kochendes Wasser schmeißt? Und dann ist so, um Gottes Willen, das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten ist das bekannt, dass sie das natürlich spüren und keineswegs so schlagartig ausgeknipst werden, sondern dass sie natürlich dann Todeskampf erleben. Und dann bei allen anderen Tieren, die sozusagen danach kommen, ist das genauso. Ich will mal was sagen, was ihr wahrscheinlich jetzt bizarr findet oder seltsam, aber ich lebe seit ungefähr 20 Jahren mit Fauchschaben zusammen. Und am Anfang dachte ich noch so, naja, okay, gut, ne, das sind halt Insekten und was wird da schon groß los sein? Aber im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass die auch ihr eigenes Ding da machen. Also die sitzen an bestimmten Stellen, die verhalten sich bestimmt, die haben bestimmte Gewohnheiten, die gewöhnen sich natürlich auch an Menschen, an Licht, an Futter und so weiter. Aber wenn man das Licht ausmacht und geht, dann geht die Party los. Dann sind die, so gut es halt eben geht, frei und glücklich. Natürlich ist es immer noch ein Terrarium. Aber ich würde mal sagen, selbst bei solchen Tieren ist das heute schon so, dass wir wissen, okay, die könnte man vielleicht in einem Zoo halten oder man könnte in einem Zoo zum Beispiel eine große Anlage für Spatzen machen, die es ja kaum noch zu sehen gibt, oder für Stare oder für Eichhörnchen oder irgendwelche Lebewesen, die rein und rauslaufen können, wenn sie Bock haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeins der Kinder, die wir hier an uns vorbeispazieren sehen die ganze Zeit, allen Ernstes in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch, sagen wir mal, in einer Welt leben will, in der Tiere hinter Gittern und Panzerglasscheiben und auf Betonboden, wie der Colin das gerade gesagt hat, so begafft und besichtigt werden. Es geht nicht nur um Mitgefühl oder so, ne, weil das könnte auch sein, dass ihr das nicht habt. Ne? Da sagt ihr so, nö, ach ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß da drin, sonntags, nachmittags oder so. Also selbst wenn ihr euch nur für Wissenschaft und ganz trockene, gefühlsfreie Tatsachen interessiert, wir wissen mit unumstößlicher Sicherheit, und es gibt keinen Biologen und keine Biologin, den ich zumindest kenne oder wo ich eine Veröffentlichung von gelesen habe, die das anders sehen würden, selbst schon weit, weit, weit jenseits der Entwicklungsstufe, die die Affen haben, die ja nicht nur menschenähnlich sind, sondern wie es in Colin Bernard passiert wäre, die ja eigentlich wie Menschen sind. Also der Unterschied ist ja biologisch überhaupt nicht mehr richtig festzustellen. Bei diesen Lebewesen ist es so, dass sie nicht nur spielen wollen, nicht nur manche eine Familie brauchen, andere mehr, andere weniger, sondern dass sie genau dasselbe Freiheitsbedürfnis wie ihr alle habt. Das heißt, wenn ihr mit den Kindern redet im Zoo, also falls ihr mit denen reden möchtet, ihr sollt ihr natürlich nicht zwingen, aber dann fragt ihr einfach mal, was würdest denn du eigentlich sagen, wenn du die ganze Zeit in dem Becken drin wärst oder in dem Terrarium wärst oder hinter diesen Gitterstäben wärst oder in diesem Betonbunker wärst oder so? Und dann würde wahrscheinlich jedes Kind und hoffentlich auch jeder Erwachsene sagen, ja, das wäre scheiße. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr geil. Danke, dass du da bist. Ja, Logo. Muss ja sein bei so einer Geschichte. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, als Kriminalbiologe, warum setzt du dich auch für die Rechte von Menschenaffen ein? Das interessiert mich persönlich. Ja, ich bin ja Biologe, naja, und ja nur als Unterabteilung Kriminalbiologe. Ich mag alle Lebewesen. Also ich mag auch Fische und Ameisen. Gut, guter Mann. Asseln und Tintenschnecken. Ja. Cool. Und was ist dir besonders wichtig heute? Naja, die Message heute ist halt, dass wir jetzt an so einer Schnittstelle stehen, wo vieles sich so ein bisschen ändert schon. Die Leute versuchen mal, sich ein bisschen pflanzlich zu ernähren oder irgendwie darüber nachzudenken, wie sie Kreislaufwirtschaft ein bisschen betreiben können. Zum Beispiel alte Klamotten kaufen statt immer neue. Und gleichzeitig wird hier mit uralten Tricks aus der Steinzeit gearbeitet, dass also die Tiere dann, ja, demnächst kriegen sie ein Freigehege, dann wird das Freigehege wieder anderen Affen aber weggenommen, der Platz. Und dann gibt es irgendeine Genehmigung nicht, dann haben wir dieses Gutachten und so. Aber das ist halt alles sowieso super altbacken. Wir leben halt in einer Zeit, in der wollen wir Menschenaffen nicht einsperren. Stimmt. In Zoos. Da geht es nicht um irgendwelchen Geklingel und Taktieren und rum, sagen wir mal,
nicht belegbare Tatsachen äußern. Aber was sagst du denn dazu, dass der Zoo sagt, ja, das ist ja Artenschutz und Bildung für die Kinder. Die müssen Affen sehen, damit sie ein Naturverständnis entwickeln. Ja, das war früher vielleicht mal so, ne? Dass man früher eine Giraffe nirgends so auf einem Foto sehen konnte oder wenn, dann nur auf einem winzigen Schwarz-Weiß-Foto oder so oder auf einem Holzschnitt. Aber die Zeiten sind vorbei. Also, ich meine, die Kids haben alle ein Handy oder kennen jemanden, der ein Handy hat und können ausgewählte, also cool ausgewählte, interessante Sachen sehen und nicht einfach Tiere, die da so stehen und gerade mal sich Fressen abholen oder so. Und also das ist einfach völliger Unsinn, heute noch einen aus der totalen Vergangenheit, Trophäen, aus der Zeit des Trophäenpräsentierens stammenden Quatsch zu machen, der auch kein... Also ja, ich möchte auch mit den Kids irgendwo gerne spazieren gehen, ich möchte auch gerne Tiere sehen oder so, aber zum Beispiel, wenn der Efeu irgendeiner Wand hochwachsen lässt, hast du da tausende von Spatzen und Insekten und alle möglichen anderen Lebewesen. Ja. Oder selbst wenn du den Zoo erhältst als Anlage, kannst du ja da Tiere rumlaufen lassen, die Bock haben, da rumzulaufen und nicht in irgendwelche Käfige spazieren. Weil das ist der wesentliche Unterschied, da hat sich kein Tier ausgesucht, dass es da ist. Das ist das einzig Wichtige, was man beantworten muss. Was sagst du? Aber zu diesen beiden speziellen Affen, um die es heute ja auch geht, die Mahnwache, die beiden Überlebenden. Was? Na, sagen wir mal, wir zwei wären jetzt die Überlebenden von irgendeinem Schiffsuntergang und dann würden wir auf eine Insel gesteckt werden, allerdings ohne Sonnenlicht und ohne, dass wir raus können, in irgendeinen Bunker oder so. Und ich meine, was willst du, da brauchst du überhaupt nicht weiter reden. Das möchten wir ja nicht. Ne? Ich meine, es ist vielleicht schön, wenn wir mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, aber vielleicht jetzt nicht. Nicht auf Jahre, jeden Tag. Ja, und vor allem in einem winzigen Raum und ohne jede, wie soll ich sagen, du riechst nichts Besonderes. Du schmeckst nichts Besonderes, du erlebst nichts Besonderes. Es gibt überhaupt keine Anregungen. Das ist einfach, ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal ausprobieren. So. Setzt euch mal so Tischtennisbälle auf die Augen, steckt eure Hände in Handschuhe, legt euch auf eine weiche Unterlage und dann macht das Licht aus oder so gedimmt. Mal sehen, wie lange euch das Spaß macht, wenn einfach nichts mehr passiert. Ist natürlich eine Tragödie. Was wäre dein Wunsch für die beiden? Ja, das, eine Tragödie ist es ja noch nicht mal, weil ich meine, die beiden haben überhaupt nichts gemacht. Ja. Also eine Tragödie ist ja so, da wirst du irgendwie unschuldig schuldig oder so. Aber die haben überhaupt gar nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Weder wollten die hier sein, noch sollen die hier sein. Also das ist einfach nur... Das ist einfach nur wie so ein Albtraum. Ist es. Ne? Aber man muss ja auch Lösungen anbieten. Man kann ja nicht reingehen und sagen, okay, jetzt ist alles scheiße, das ist es, ja, das ist definitiv. Aber was wäre die Lösung? Ja, also die Lösung ist natürlich keine Tiere einsperren. Grundsätzlich, ja. Oder von mir aus keine Wirbeltiere, wenn du so willst. Aber Tintenfische ist dasselbe. Tintenfische sind genau wie Wirbeltiere. Ich habe mit denen mal gearbeitet länger. Ich sehe keinen Unterschied. Ganz genau. So, also, ja, siehst du, dann kennst du das ja. Guckt euch mal die geilen Videos von Leuten an, die sich mit Tintenfischen anfreunden. Aber auch mit normalen Fischen, also Wirbeltiere dann sozusagen. Mit allem Möglichen. Selbst Schnecken, die freuen sich zwar nicht mit Menschen an, aber die können Zauberdinge, die können polarisiertes Licht sehen und so weiter. Ja, und Achatschnecken können auch vielleicht Freundschaften zu Menschen entwickeln. Postet ihr drunter. Also auf jeden Fall, jeder Maßstab, den wir so als Kind haben, so, oh, das ist ein Liebestier, bis zu dem Maßstab, dass wir sagen, okay, das Tier ist ein Arschloch, aber das ist ja kein Grund, das trotzdem jetzt in eine Betonkammer reinzusperren. Definitiv. Also nach jedem Maßstab sollen diese Tiere jetzt, also die beiden hier, einfach in so einen Lebenshof, Sanctuary, irgendwas, wo Leute sich auskennen, wo die wenigstens ein bisschen Freiheit erleben noch und ein bisschen so sein können, wie sie gerne sein wollen. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Also, ich glaube auch. Glaubst du, dass wir beide noch erleben in unserem Leben, wenn wir mal irgendwann ableben in 40 Jahren oder 50, vielleicht auch 60, mal gucken, dass wir noch erleben, dass sich Zoos komplett verändern? Also die Zoos müssen sich verändern. Also es gibt schon mehrere Städte in Deutschland, zum Beispiel in Leipzig, wo eine richtig krasse Anti-Zoo-Bewegung herrscht. Und natürlich kann ich hingehen und sagen so, oh, die jungen Leute, schmunzel, schmunzel, die haben doch keine Ahnung. Aber ich meine, wir haben erlebt, was in den letzten, sagen wir mal, 2000 Jahren mit den alten Leuten passiert ist, die gesagt haben, schmunzel, schmunzel, ihr Kids habt doch keine Ahnung. Das ist immer für die Kids ausgegangen, immer. Es gibt keine Ausnahme davon. Also klar, man kann sich immer wichtig und stark und groß und einflussreich und klug fühlen, aber möglicherweise stimmt es nicht. Und möglicherweise haben die Kids recht. Also deswegen, und die Kids an sich, die kann man zwar natürlich an den Zoo gewöhnen, die kannst du an alles Mögliche gewöhnen natürlich, aber wenn du die mal in die Situation bringst, zum Beispiel im Streichelzoo, und dann sagen die, Papa oder Mama, warum bewegt sich das Tier eigentlich überhaupt nicht? Und dann so, weil es nicht 5 Jahre lang gestreichelt werden möchte von 9 bis 18 Uhr. Schöner Vergleich, gefällt mir gut. Also jeder Mensch rafft das.
Also einfach freilassen, natürlich in der Umgebung, wo die akzeptabel und angenehm ist, dann hat sich die Sache. So muss sich verändern. Artgerecht ist nur die Freiheit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Willst du noch was mitgeben? Meinen Zuschauern, deiner Community, den Menschen in Deutschland? Ja gut, die Leute, die dich kennen, die brauche ich das nicht mitgeben. Aber die Leute, die jetzt sozusagen von mir zu dir rüber wechseln, guckt euch mal die Tiere an, die keinen Gesichtsausdruck haben. Fische oder die Tintenfische, die das halt anders machen, indem sie alles Mögliche machen. Pocken auf der Haut, blitzschnell kriegen oder Farben kriegen. Oder was für ein Quatsch die Tiere machen, die Schnecken. Von mir aus auch Seesterne, alle möglichen Tiere. Ich meine, die haben Verhalten, die sind halt manchmal super langsam oder super schnell oder interessieren sich Spinnen zum Beispiel für was total anderes als wir. Aber die sind genau dasselbe wie wir. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Entschuldigung, so ist es. Das hat mich aufgeregt. Ja. Nein, das war gut, das fand ich richtig gut. Und auch wichtig, dass du nochmal gesagt hast, auch die Tiere, die keinen Gesichtsausdruck haben. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, Fische empfinden Stress, Schmerzen, sogar Liebe für ihren Partner. Das ist alles biologisch messbar. Und hier steht jetzt nochmal noch ein anderer Biologe, dass nicht immer nur ich denselben Scheiß in die Kamera erzähle, der genauso wie ich sagt, auch diese Tiere haben Empfindungen. Und das Wichtigste ist am Ende eine ethische Fragestellung, empfinden Tiere Leid? Und ich bin der Meinung, definitiv ja. Und empfinden sie Freude und wie du gesagt hast, Liebe? Ja, also, sind wie Menschen. Ende. Bums aus, Ende. Marc, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, weitermachen. So, und dann geht's weiter. Ja.